Hallo und Jana, klar, hast du wieder eingeschaltet. Ihr seht, ich bin nicht in meiner gewohnten Umgebung, sondern heute mal hier in der Maske am Set von Your Screen, weil ich werde heute gemeinsam mit denen was Cooles drehen, was dann in ganz Wien auf den Screens zu sehen sein wird. Das werdet ihr alles noch mitbekommen. Dazu gibt es auch eine coole Challenge, das erkläre ich euch aber später auch nochmal, wo ihr mitmachen könnt. Ich lerne hier auch schon meinen Text fleißig, den ich dann sagen darf. Ich werde noch geschminkt, also so gehe ich nicht raus. Die Haare sehen schon wunderschön aus, weil hier wird ein guter Job gemacht, ihr seht das. Also ich führe euch jetzt noch ein bisschen dann mit am Set herum, damit ihr wisst, was ich hier so tue. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Making of. Ich habe jetzt alle Szenen, wo Text dabei war, fertig und jetzt kommen die Action-Szenen. Ich bin hier angezogen wie bei Mission Impossible. Ich werde da gleich von der Decke hängen. Mir ist Weihnachten sehr wichtig, weil ich feiere das gemeinsam mit meiner Familie meistens. Also meine Familie trifft sich meistens nur an Weihnachten und Ostern. Und deswegen typisches Familienfest natürlich. Meine Lieblingskekse sind auf jeden Fall welche, wo auch Schoki dabei ist. Also ich bin ja ein totaler Schokoladenfan. Wenn keine Schokolade auf dem Keks ist, das ist nicht mein Lieblingskeks. Also wenn ich mich zwischen Krampus und Nikolaus entscheiden muss, dann nehme ich auf jeden Fall Nikolaus, weil ich stehe immer mehr so auf die guten Leute. Ich mag keinen Krampus, ich habe Angst davor. Deckel von dem Ding hebe ich und dann lasse ich den dann oder stelle den dann auf der Seite hin und dann esse ich einen Keks oder habe ich den in der einen Hand, esse währenddessen den Keks. Ich habe noch nie einen Keks gestohlen. Der einzige, der bei mir in der Familie Kekse stiehlt, das ist mein Hund. Wir schenken meistens unseren Hund Snoopy zu Weihnachten entweder solche Kekse, passt zum Thema, also solche Knochenkekse, oder einen Kauknochen und sie freut sich immer mega drüber, wenn sie das unter dem Christbaum findet. Am liebsten esse ich Kekse bei meiner Oma natürlich, weil die macht immer so coole Cornflakes-Kekse, die dann mit Schoko überzogen sind. Die sind richtig geil. So Leute, das war jetzt heute das Making-of hier in den Guxtu-Studios gemeinsam mit Your Screen. Und ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich fragen, Jana, was genau war das denn jetzt eigentlich? Und ich erkläre euch jetzt, um was hier heute genau eigentlich gegangen ist. Es gibt nämlich eine Challenge gemeinsam mit Your Screen, wo ihr übrigens auch mitmachen könnt. Und zwar könnt ihr da gewinnen, dass ihr für ein ganzes Wochenende lang auf den Screens, also auf den digitalen Screens hier überall in Wien zu sehen seid. Wie geil ist das denn bitte? Und ich habe heute hier mit denen gemeinsam diesen Challenge-Aufsager gedreht, also das, was man dann überall sehen wird, in den U-Bahnen und zum Beispiel auf der Maria-Hilfer-Straße und so, dass sich die Leute auskennen, was das hier überhaupt für eine Challenge ist. Wenn ihr bei der Challenge mitmachen wollt, dann schaut einfach in die Infobox, es ist dort alles genau beschrieben. Auch das Video, was wir heute gedreht haben, um das zu bewerben, ist auch in der Infobox, ihr findet das dort. Ich freue mich, wenn ihr alle mitmacht, also es geht hier um Kekse essen. Das feiert ihr ganz bestimmt, ich kenne euch. Also schaut mal in die Infobox. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, sage wieder Tschüss!
bis zum nächsten Video.